Spotlight Menschenrechte, schönen guten Tag. Auf ihrer Konferenz für Toleranz und Gleichstellung fordert die iranische Exilopposition einen entschiedenen Kampf gegen das Mullah-Regime in Teheran, das den IS-Terror unterstützt. We are honored to have such a distinguished guests and figures. Berlin stattfindet. Hier in dieser weltoffenen Stadt, die im vergangenen Jahr das. Die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth erinnerte an die Situation der Oppositionellen in Camp Liberty. Wir arbeiten daran als Unterstützergruppe für mehr Menschenrechte in Camp Liberty und die Situation ist katastrophal, wenn Sie an gesundheitliche Versorgung, an Ernährung, medizinische Dienste sind kaum mehr möglich. Da ist kein Schutz mehr, sodass es doch möglich sein muss. Es sind jetzt noch, es waren 4.500, viele sind durch die Raketenangriffe zu Tode gekommen, dass wir für Deutschland sind es noch mal 150, die anerkannt sind als Berechtigte für Deutschland, sodass unser Warten, unsere Abweisung auch nicht dazu führt, dass wir aufgeben, sondern wir werden weiterhin für die Aufnahme dieser 150 in Deutschland kämpfen. Ist allerdings auch notwendig, das füge ich hinzu, dass andere Länder, gerade auch reichere Länder, dazu gehört gerade auch die USA, sich an dieser Aufnahme beteiligen. Man kann nicht von anderen fordern, wenn man selbst nichts gibt. Abgeordnetenhausmitglied Stefan Evers verwies darauf, dass seine Art zu leben im Iran mit dem Tode bedroht wäre. Liebe Freunde, als Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, als stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion dort, freue ich mich ganz besonders, dass diese großartige Konferenz für Toleranz und Gleichstellung hier in Berlin stattfindet. Hier in dieser weltoffenen Stadt, die im vergangenen Jahr das große Glück einer Wiedervereinigung in Frieden und in Freiheit vor 25 Jahren gefeiert hat. Einer Stadt, die damit vielleicht auch ein Symbol sein kann für den friedlichen Kampf gegen ein Unrechtssystem, ein Kampf für Freiheit und für Demokratie. Mit Ihrer beeindruckenden Zusammenkunft heute, und so etwas sieht man wirklich selten, setzen Sie ein deutliches Zeichen für diese gemeinsamen Werte und gegen Islamismus und Terrorismus. Der nicht zuletzt von Iran ausgehende islamische Fundamentalismus ist eine gemeinsame Bedrohung, eine globale Herausforderung, und die Hinrichtungswelle unter dem sogenannten moderaten Präsident Rouhani zeigt das wahre Gesicht des heutigen Iran. Ich selbst als Person, meine Art zu leben, wäre in diesem von Mullahs regierten Land mit der Todesstrafe bedroht. Und darum stehe ich immer und fest an Ihrer Seite im Kampf um Freiheit und Demokratie, im Kampf für einen freien Iran. Wir alle gemeinsam treten deutlich ein gegen diese mittelalterliche Diktatur, die ihr eigenes Volk umbringt. Und wir treten ein für die demokratische iranische Opposition, für den Nationalen Widerstandsrat Iran und für das Programm ihrer Präsidentin, Frau Maryam Rajavi. Vielen Dank. Ihrer heutigen Veranstaltung und uns allen wünsche ich viel Erfolg. Maryam Rajavi nannte vor tausenden Anhängern im Berliner Velodrom die Frauenmacht als größte Herausforderung für den Islamismus. Aber
یا تشدید آن تاثیر داشت. اما هیچ کدام به اندازه به حاکمیت برابری و بردباری اختصاص یافته در برلین برگزار میکنیم. از کوشش تمام مدافعان حقوق زنان در آلمان که در اینجا حاضرند، به خصوص خانم پروفسور زوسموت Der New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani warnte vor einer Annäherungspolitik an Teheran. All they wanted was freedom, and they were murdered and they were killed under the name of Nazism, under the name of communism. What does it matter? And both of those struggles, the first one, Nazism, caused by appeasement. Caused by a West that refused to stand up to Hitler, caused by a Prime Minister of England who thought he had come home with a piece of paper that was going to guarantee peace. And then the world went to war. 60 million people killed, 6,000 Jews exterminated. Genocide, Orthodox religion, attempting to wipe it out. All of this because we wanted to appease, we wanted the easy way out. We wanted an agreement for the sake of having an agreement. Does that sound familiar? Does that sound like history is repeating itself? Does it sound like we have people in power who can't read history, who don't understand? Do you know what oppressors, dictators, do you know what the Ayatollahs and the Mullahs and the Hitlers and the Mussolinis and the Stalins understand? Do you know what they understand? They understand only one thing, strength! Well, once again, we face an ideology that we cannot live with. We face an ideology that threatens all of us. We face an ideology that wants to take away from us our basic rights. But right now, we don't have a Ronald Reagan to come here and say, tear down this wall. Where's the person to say to the Ayatollah, no agreement unless you give up all of your nuclear capacity, all of it? Where is the person to say to him, do you know why you can't have nuclear capacity? Because you're insane. You've announced that you wanted to destroy people, murder people. You've murdered thousands and hundreds of thousands of people. And we are going to put in your hands a nuclear weapon? What's wrong with us? This is the International Day of Women tomorrow. It was a woman who led out of bondage her husband in one of my favorite operas, written by Ludwig van Beethoven. We came into his music today. The last part of the Ninth Symphony, the Ode to Joy. But it was a woman, Leonora, who spent years and years and years. She got her husband Florestan out of prison. He was imprisoned by a tyrant, by Pizarro. That opera was written 120 years ago. Women aren't weak. Women aren't powerless.
Women have tremendous power and tremendous strength. Together, you're a force that can't be stopped. I would like all of the women here to just stand up. I want you to stand up. Stand up! You're not a woman, sit down. Just want to see the women. Look at all of you. Look at all of you. Look at you. Look at you. And what are they doing to your sisters in Iran? What are they doing to your sisters in Syria and in Iraq? What are they doing to your sisters in Yemen? They're treating them in ways that are inhuman. You can't let this happen. You've got to let the world know this. The world has to know what the distortion of Islam, Islamic fundamentalism, what it is doing to women, what it is taking it away from them.